Vampirismus oder Energieraub. Ich habe früher immer gedacht, dass von mir kann jemand Energie rauben. Und tatsächlich, ich habe festgestellt, wenn ich so eine Anstellung habe, so die Sache, es kann passieren, dass kommt eine Person, die erzählt etwas und danach fühle ich mich irgendwie ermüdet, schwach. Und ich habe lange Zeit beobachtet diesen Prozess, bis ich drauf gekommen, dass uns wird gegeben so viel wir vertragen können und verändern können. Wenn deine Energie ist sehr stark, du schwingst sehr hoch, deine Absichten und deine Tätigkeit, deine Worte ist richtig rein, klar, wahrheitvoll, liebevoll, berühren dich diese Vampire nicht, weil die sehen im Voraus schon, mit wem sie zu tun haben. Die sehen sehr starke Persönlichkeit und die gehen zu denen nicht. Die haben irgendwie Schreck von solchen Menschen. Aber wenn ein Mensch energetisch trotzdem gut gelaunt, gut aufgeladen ist, hat genügend Energie und da kommt hungrige Mensch, welche hat ganz wenig Energie, welche einfach nicht diese Bewusstsein dafür hat, selbst eigene Energie zu vergrößern. Und so macht ihn zum Vampir. Da, wo er wie ein Parasit holt die Energie vom anderen und er stellt selber nicht die Energie. Es gibt Quellen, aus welchen wir alle bekommen Energie und macht einen Unterschied, bewusst die Energie in sich verwenden, anwenden, annehmen und transformieren, so wie wir es brauchen, oder einfach fließen lassen, wie im leeren lochvolle Topf reinkommt und rausfließt ohne Anwendung. Und die meisten Menschen wenden diese Energie nicht an, obwohl die haben genau das gleiche Chance. Deswegen gehen die zu anderen Personen, welche hat diese Energie, und durch ihre schlechte Laune, durch ihre Negativität im allem, was sie sagen, was sie sehen, was sie sprechen, versuchen andere Menschen zu belasten. Die wickelt so ungefähr wie eine energetische Spirale und das saugen die Energie. Jeder Mensch, welcher dir erzählt, wie schlecht ist das, wie tut ihm's weh oder und das gefällt ihm und die anderen Nachbarn machen nicht das, was die will und die Kinder sind so negativ und die Welt ist so schlecht und Politik ist das und einiges. Also alles, was mit Negativität zu tun, das heißt, die saugt jetzt direkt deine Energie. Und wenn du das erkennst und sagst in physischer Form, stopp, mich interessiert es nicht, ich will nicht diese Energie vergrößern, dann stoppst du die ganzen Verbindungen zwischen ihm und dir auf physischer Ebene und dir kann nicht deine Energie nehmen. Du kannst ihm gleich helfen und sagen, du, sprechen doch über positive Sachen, erzähl mir etwas Großartiges, was in deinem Leben geschieht. Erzähl mir etwas Lustigeres. Du kriegst mit, wie dieser Mensch hat dann nichts mehr zu sagen, weil dir ist auf andere Resonanz angestellt und dir lässt dich in Ruhe. Und so stoppst du die Energie absaugen vom anderen Menschen. Deswegen, wenn du Fernsehen anschaltest, da fließt nur negative Energie, die saugt deine Energie raus. Du bist danach fix und fertig. Schalte diese Kasten nicht an. Melodien, Musik, Radio ist das Gleiche. Wer hat die Melodie und die Musik geschrieben? Gebrochene Herz, dann welche Schreck da ist passiert oder drogensüchtigeres Musiker haben diese Musik aufgemacht. Das ist alles Energieraub. Wenn du etwas hören willst, dann hör richtige gute Musik, welche dich aufbaut, ins Leben bringt, im Temperament, in Bewegung, da wo du lachen kannst, da wo du schöpfen kannst, dadurch kannst du auch die anderen Menschen mehr Energie und Freude geben. Das ist der richtige Ansatz. Also, wenn du auf physischer Ebene nicht Stopp sagst für Negative, wird das dir immer deine eigene Energie kosten. Wenn du aber erkennst und sagst, Stopp, ich fokussiere mich auf Positive, dann hört es sich auf und irgendwann kommen zu dir keine
Menschen, welche negativ sind oder sogenannte Vampire.